So, wir müssen also, insgesamt müssen wir zur Abtei und zur Arbeit. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt wirklich Zeitdruck haben. Ich bin ja jemand, der gerne mit allen Leuten spricht. Hier können wir zum Beispiel mit Peter sprechen. Dann haben wir hier drüben einen kranken Peter. Moment, hier haben wir einen kranken Peter und hier haben wir einen Peter. Okay, die heißen alle Peter. Wer ist das hier? Aber mit ihm können wir nicht sprechen. Der sitzt einfach nur da. Komm, dann sprechen wir mit den beiden, die wir hier zur Verfügung haben. Nee, ich spreche jetzt mal mit dem Peter hier unten. Andreas! Ah, sehr gut. Nicht jeder hat ausschweifende Dialoge für uns. Umso besser. Aber der kranke Peter schon. Gott segne euch. Andreas. Achso, er hat den Namen vergessen. Ah, oh, genau. Andreas. Das Wetter war gotterbärmlich. Diese Stadt ist seit meiner Zeit tief gesunken. Also schon ein älterer Herr und ein bisschen vergesslich. Übrigens haben wir eben erfahren, dass unsere Hauptfigur aus Nürnberg kommt. Sieht sehr gut aus. Wir haben uns das Freilandmuseum, das genau so eine Gegend dieser Zeit nachbildet. Und genau so sieht es aus. Ah, okay. Sind die Dorfbewohner eher katholisch oder evangelisch? Keine Ahnung, bis jetzt weiß ich das noch nicht. Ich würde auf katholisch tippen, aber ich weiß es nicht. Aber stimmt, so Freilichtmuseen sehen tatsächlich auch so aus. Ja, und wir kennen auch die Optik der Häuser und so kennen wir auch aus Kingdom Come schon. Das sieht auch teilweise sehr, sehr ähnlich aus. Und das gefällt mir sehr gut. Aber wenn die Hauptfigur aus Nürnberg kommt, dann sind sie evangelisch. Ah, okay. Ja, aber wir sind hier nicht in Nürnberg. Wir sind hier in Tassing. Auch in Bayern, aber keine Ahnung, wie hier die Konfessionen in diesem Dorf genau sind. Je nachdem, wann es spielt, wäre die Frage, ob es da evangelisch schon gab. Ach so, das 1518, glaube ich, war die Zeit. Moment. Stand das nicht hier? Da, 1518. 21. April 1518, genau. 15 irgendwas? Gab es da schon evangelisch in Deutschland? Keine Ahnung. Da bin ich nicht so bewandert. So, ich glaube nicht, dass die Stadtbewohner beim Wetter viel tun können. Das stimmt. Die haben wahrscheinlich keinen großen Einfluss. Waren die Dinge sehr anders, als ihr jung wart? Komm, heucheln wir mal Interesse. So verschieden wie Bier und Urin. Der alte Abt störte uns kaum bei unseren Traditionen. Es machte ihm nichts aus, wenn wir, oh Gott, wenn wir Perchta ein kleines Opfer brachten. Das klingt jetzt eher nach etwas, was nicht katholisch oder evangelisch ist. Perchta, also es ist wahrscheinlich eben eine Gottheit, eine alte Gottheit. Damit der Himmel klar und das Wetter schön blieb. Irgendwie so eine Naturgottheit oder sowas. Matthias wusste, dass Christus in unseren Herzen war, auch wenn der Name der weißen Dame auf unseren Lippen lag. Okay, der Name der weißen Dame. Die Kirche hat alle Bräuche heidnischer Götter verboten, kranker Peter. Kranker Peter. Welche alten Traditionen? Ich dachte, der heilige Moritz beschützt Tassing. Aha, hier der Schutzpatron der Stadt scheint der heilige Moritz zu sein. Ihr denkt, dass Geister für schlechtes Wetter sorgen, weil niemand mehr die Traditionen beachtet? Ja, nicht den Aberglauben anderer Leute in Frage stellen. Ich frage mal nach den Traditionen. Die Art, die Hexen verscheucht und Geister davon abhält, Gewitterwolken über unseren Höfen zu beschwören. Okay, ich hoffe, hier gab es keine Verbrennungen. Die Heiligen waren nicht die Ersten, die über Tassing wachten. Mein Vater wusste das. Der alte Ranning Kemper wusste das. Okay. Diesem verfluchten Abt mag es nicht gefallen, aber einige von uns halten die Traditionen am Leben. Wie die alte Witwe Ottilia, nicht die Witwe Bolte.
Ich werde das in der Abtei nicht erwähnen. Was sind das für Traditionen? Wie die alte Witwe? Oder was sind das für Traditionen? Wir fragen nochmal nach den Traditionen. Wenn ihr in der Nacht aufsteht, um zu Wasser zu lassen, also um Wasser zu lassen, geht um die rechte Seite des Hauses herum und niemals denselben Weg zurück. Ist das jetzt eine Beschreibung, um zu einem Ort zu kommen? Oder ist das einfach der Aberglaube? Ja, doch, wahrscheinlich, das ist der Aberglaube. Man muss rechts rumgehen, dann Wasser lassen und dann nicht auf gleichem Wege zurückgehen oder so. Auf diese Weise stehlen die Hexen nicht eure Seele. Okay, ja, also Aberglaube. Sehr schön. Oh, wie interessant. Ich sollte gehen. Interessant. Hust, hust. Der kranke Peter. Jetzt sollte ich gehen. Ich sollte gehen. Definitiv. Schön. Gott segne euch. Okay, sehr interessantes Gespräch. Ich bin jetzt schon gespannt, ob der Mord, der hier passieren wird, irgendwas mit den alten Traditionen zu tun hat vielleicht. Also vielleicht war das schon wichtig, dass wir hier erste Hinweise bekommen haben, dass einige Leute in dem Dorf hier durchaus noch heidnischen Bräuchen anhängen. Ist das der Bruder von Max? Moment, wo wart ihr denn? Ihr habt viel geschrieben. Wann spielte das nochmal? Genau, 1500 irgendwas? 1517 wurden die Thesen angenagelt, okay. Es könnte tatsächlich gehen. Ja, gut, aber ich weiß nicht, wie schnell sich das dann verbreitet hat. Und ob dann so ein ganzes Dorf da schon voll dabei war. Der Bayerische Rundfunk kennt das Game auch. Ja, gut, warum nicht? Okay, in der Zeit müsste auch die Hexenverbrennung in Bamberg sehr groß gewesen sein. Bin gespannt, ob man hier Folter auch zu sehen bekommt. Oh, ja, okay. Bin ich auch gespannt. Ich hoffe es natürlich nicht, aber ich bin gespannt. So, also das war der kranke Peter. Gehen wir jetzt hier? Nein, hier können wir nicht lang gehen. Kranker Peter, anderer Peter. Im Haus waren wir schon. Kann ich auch langsam gehen? Ich will nicht immer rennen. Ah, hier, York. Guten Morgen, Andreas. Jetzt spricht er mit uns. Morgen, York. Wie geht's? Arbeitet ihr heute? Ruh mich nur ein wenig aus. Vater ist noch auf dem Feld. Hat einen großen Stein mit dem Pflug gerammt und Gott weiß, Herrgott weiß, wie lange es gedauert hat, den rauszuziehen. Auf dem Weg zur Abtei? Jeden Tag außer Sonntag. Wo würde ich sonst hingehen? Stimmt. Gott sei der Sonntag gedankt. Genau, am Sonntag wird nicht gearbeitet. Tag des Herrn. Riecht, als käme da ein Sturm, nicht wahr? Für mich riecht's nur nach frischer Alpenluft. Ihr seid zu viel gereist. Wo habt ihr eure Wanderjahre verbracht, bevor ihr nach Tassing kamt? Oh, okay, hier haben wir jetzt Entscheidungen über unsere Geschichte, über unsere Vergangenheit. Wähle eine Herkunft, welche die zukünftigen Entscheidungen deines Charakters beeinflusst, okay? Drücke und halte, um deine Wahl zu bestätigen. Jetzt bin ich mal gespannt, inwiefern das unsere Entscheidungen beeinflusst. Also, entweder Basel, unsere Wanderjahre. Andreas spricht ein wenig Italienisch und Französisch und ist vertraut mit den kulturellen Fundamenten von Basel und dem nahegelegenen Bern, Zürich und Freiburg. Oder in den Niederlanden. Andreas spricht ein wenig Niederländisch und Französisch und ist vertraut mit den künstlerischen Fundamenten der wichtigsten Kulturzentren der Region, Antwerpen, Brügge und Gent. Oder in Italien. Andreas spricht Italienisch sowie ein wenig Griechisch und ist vertraut mit den kulturellen Fundamenten der wichtigen Kunstzentren der Region Florenz, Venedig und Mailand. Ja, okay, keine Ahnung, was davon uns nachher genau im Verlauf der Geschichte hier hilfreich sein wird. Ich hätte jetzt im ersten Moment zu den Niederlanden tendiert, aber Italien klingt auch nicht schlecht.
Vor allem, wenn wir auch in einem Kloster zu tun haben, vielleicht ist Griechisch da nicht das Schlechteste, das vielleicht auch ein bisschen zu sprechen. Wozu würdet ihr tendieren? Ich frage einfach mal. Okay, ihr sprecht gerade darüber, wo das Spiel überall in den Nachrichten aufgetaucht ist oder in Beiträgen aufgetaucht ist. Witzig. Der sieht aus wie ein Schweizer, schreibt Lamoth. Espa sagt, ich bin für Italien. Kloster, Malerei, alles dabei. Ja, stimmt. Lamoth Basel, oder? Der sieht aus wie ein Schweizer, wo zu viel Schokolade gegessen hat. Naja, gut, es geht ja darum, wo wir, also Andreas, der Linke, wo wir unsere Wanderjahre verbracht haben. Ich tendiere auch ein bisschen zu Italien. Hamster schreibt auch Italien. Berühmte Künstler waren dort, wie Leonardo da Vinci. Ob der wohl auch Reuestriche in seinen Gemälden hat? Wenn da mal so ein Kumpel vorbeikam und hat gesagt: Leonardo, das Bild würde sich viel besser verkaufen, wenn die Frau lächelt. Hier ist deine Pizza. Das macht 12,50. Oder irgendwie so. Und dann wurde da so ein, nochmal eine Änderung gemacht und seitdem hat sie dann gelächelt auf dem Gemälde oder so. Ja, Italien haben wir gesagt. Komm, wir entscheiden uns für Italien. Italien, eine Weile Florenz, aber auch Venedig und Milan. Italien. Kein Wunder, dass eure Sinne so stumpf sind. Da wart ihr zu lang unten. Genug Zeit in diesen Bergen und man, achso, und man riecht Stürme kommen. Ah, okay. Deswegen, er riecht die Stürme kommen, weil er wahrscheinlich sein Leben lang hier gelebt hat. Jawohl, gleich mal gemobbt wegen werden unserer Herkunft. Ja, genau. Klassisch Bayern. Oh, ihr bekommt Spaß im Chat. Lamoff und die anderen. Naja, der Leo hat aber auch manch nicht so legale Dinge gemacht. Okay. Ja, der hat Assassinen geholfen und so, glaube ich, mich zu erinnern. Mordwerkzeuge gebaut. Wie lange wird das dauern? Achso, wie lange dauert es, bis wir auch die Stürme riechen können, wenn sie ankommen? 10, 15 Jahre. Ich habe nicht vor, so lange noch hier zu bleiben. Ich fürchte, so lange habe ich nicht, York. Was habt ihr überhaupt die ganze Zeit in Italien angestellt? Jetzt können wir uns wieder entscheiden, nehme ich an. Oder? Außer Kunst, meine ich. Was haben wir angestellt? Ah, das ist hier so das wichtige Gespräch, bei dem wir so ein paar Entscheidungen treffen. Wähle eine Herkunft, welche die zukünftigen. Ah ja, okay, das ist das gleiche wieder. Also, Hedonist. Andreas sucht das Vergnügen, wohin er auch geht. Er ist extrem gesellig und ziemlich vertraut mit allen angenehmen Lastern der Welt. Jetzt haben wir ebenso unsere Dialoge eher nicht darauf ausgelegt, fand ich. Handwerker. Andreas lebt für die Arbeit und widmet seine gesamte Zeit seiner Kunst. Klang ebenso an, als sei das seit einer Weile zumindest so. Bücherwurm. Andreas verbringt seine gesamte arbeitsfreie Zeit damit, so viele Bücher wie möglich zu finden und zu lesen. Zumindest scheinen wir ein Interesse an Büchern zu haben, nach den Büchern, die bei uns so neben dem Bett lagen. Tu nicht gut. Andreas mischt sich gerne in Kleinigkeiten, Streiche, kleinere Verbrechen und Faustkämpfe ein. Das liegt mir wahrscheinlich nicht so. Und Geschäftsmann Andreas widmet einen Großteil seiner Zeit der Eigenwerbung und der Optimierung seiner Geschäftsausgaben. Er investiert und kümmert sich um seine Buchhaltung. Na, ich tendiere zum Handwerker oder Bücherwurm. Also, was wir bisher so, welche die Dialogoptionen, die wir bisher so gewählt haben, gingen eher in die Richtung, finde ich. Assassin's Creed 2 und Assassin's Creed Brotherhood. Ja, Assassin's Creed 2 habe ich zumindest gespielt. Brotherhood. Taucht er da auch auf? Wusste ich gar nicht.
Ja, Lamos, du meintest natürlich im realen Leben, da kenne ich mich nicht so aus, was er da noch so gemacht hat. Da kenne ich nur die großen Errungenschaften, für die er noch gefeiert wird. Vino aus Torino. Für kleine Faustkämpfe war er auf dem Boot zu feige. Ja. Eher Handwerker, sagt Hamster. Essbar auch eher Handwerker. Als Kaufmann würde ich mir nicht vorstellen. Nee, stimmt, ich auch nicht. Ja, dann nehmen wir den Handwerker. Außer Kunst? Nichts. Genau deshalb war ich dort. Da ist Italien natürlich auch gut geeignet. Es geht um die Kunst, Jörg. Das Handwerk. Für was anderes habe ich keine Zeit. Oh, es tut mir leid, dass ich gefragt habe. Nee, Fragen ist ja in Ordnung. Fragen ist immer in Ordnung. Apropos Zeit. Ja doch, ein Stündchen haben wir noch. Nicht, dass ich die ganze Zeit jetzt nur in dem einen Haus hier verbringe. Nun, jetzt muss ich aber los. Ja, und ich erst. Gleich kommen wir. Jörg, na los! Sonst kommen wir erst zum Abendessen in der Abtei an. Vater tut schon so, als würde ich zu lange brauchen, obwohl ich die ganze Arbeit mit diesem Felsen gemacht habe. Bis später, Andreas. Bis später. Okay, so, hier können wir jetzt den Hof verlassen. Ich glaube, wir haben jetzt ganz viele neue Einträge in unserem Tagebuch. Schauen wir mal schnell nach. Ja. Ex Libris. Achso, hier hat sich jetzt, genau, unsere Biografie hat sich jetzt erweitert. Also Handwerker. Andreas spricht Italienisch. Genau, wir haben unsere Zeit in Italien verbracht und als Handwerker. Ah, und da unten haben wir jetzt auch Italien mit drin stehen. Vorhin stand da nur Nürnberg. Cool, das haben wir jetzt schon mal. Und wir haben neue Menschen kennengelernt. Achso, nee, warte. Eben waren wir auf der. Ach, das wurde. Ah, okay. Die wurden jetzt nicht so ergänzt in der Reihenfolge. Die werden. Okay. Da müssen wir mal die neuen Leute suchen. Also, Klaus Drucker. Klaus Drucker ist der Drucker von Tassing, Ehemann von Marie und Vater von Berthold. Das wird uns wahrscheinlich nachher, wenn wir tatsächlich hier irgendwelche Dinge untersuchen, sind uns die Informationen wahrscheinlich hilfreich, dass wir nochmal so wissen und nachvollziehen können, wer hier eigentlich wer ist. Obwohl Tassing ein ungewöhnlicher Ort für eine Druckerpresse ist, betreibt er regen Handel mit Pilgern und anderen Reisenden auf der Kaiserstraße. Okay. Eva Gärtnerin, mit der haben wir eben gesprochen. Das war die, die was für Otto übrig hat wahrscheinlich. Tochter von Peter Gärtner und seiner verstorbenen Frau Christine. Achso, verstorbene Frau Christine. Dann ist die. War das Eva oder die andere? Dann ist die andere gar nicht die Mutter. Die verstorbene Frau Christine. Eva wurde hauptsächlich von ihrem Bruder und Vater aufgezogen. Interessant. Prior Ferenc aus Pex. Soll das heißen? Pex. Der aus Ungarn stammende Ferenc ist Prior der Abtei Kirsau und leitet das Skriptorium. Sein Interesse an esoterischen Büchern ist bekannt. Okay. Und Johannes Johann Bauer, Bruder von Franz Bauer. Achso, den hatten wir, glaube ich, eben schon. Okay. Dann haben wir hier Jörg, mit dem haben wir gerade gesprochen. Der Sohn von Peter und seiner verstorbenen Frau Christine. Er ist der größte Mann der Stadt. Okay. Und Clara, genau, mit der haben wir eben gesprochen. Zweite Ehefrau von Peter Gärtner, genau. Und dann ist die kleine Ursula, genau, die Mutter von Ursula. Okay, dann ist das die Halbschwester von Jörg und Eva, die kleine Ursula. Bekannt für ihre Freundlichkeit und ihre Sorge um die Gesundheit ihres Mannes. Wir haben den kranken Peter Gärtner. Der bejahrte, also ältere Vater von Peter Gärtner. Der kranke Peter steht ständig an der Schwelle des Todes, arbeitet aber trotzdem weiter auf dem Feld. Er ist der älteste Mann der Stadt. Wir haben also hier den größten Mann der Stadt und den ältesten Mann der Stadt. Und die Ottilia, die Witwe Kämperin, von der haben wir eben gehört, dass sie den alten Traditionen noch anhängt. Bäuerin, Witwe von Ranning Kemper, verlor ihr Zuhause nach dem Tod ihres Mannes. Das war leider häufig so. Dann haben wir hier Otto Zimmermann. Ah ja. Ich kann mir vorstellen, dass die Eva da einen Blick drauf geworfen hat.
Stadtschreiner und Sohn des alten Otto, bekannt für seine Abneigung gegenüber der Abtei, vor allem Vater Gernot. Okay? Peter Gärtner, Ehemann von Clara, Vater von Jörg, Eva und Ursula, bekannt für sein Temperament und seine Abneigung gegenüber der Abtei. Und Lenhard Müller, die verstehen sich also nicht. Den Bruder Piero hatten wir schon und Ursula hatten wir eben auch schon. Sehr viel zu lesen hier auf jeden Fall. So, was habt ihr noch geschrieben? Sagen wir mal so, er war ja auch in der Anatomie des Menschen ein Vorreiter. Allerdings ist die Herkunft der Leichen ein wenig fraglich gewesen. Oh, okay. Ja, schönes Journal. Ja, finde ich auch, ne? Dieses Tagebuch hier finde ich auch sehr schön gemacht. Gefällt mir auch sehr gut. Ja, ähnlich wie in Kingdom Come, ne? Wobei, da war das Tagebuch jetzt nicht so deutlich als Buch erkennbar. Also das Menü sah dann ein bisschen anders aus. Aber so von den Zeichnungen her und so finde ich das auch künstlerisch sehr schön gestaltet. Künstlerisch wertvoll. Das Spiel bekommt das Prädikat künstlerisch wertvoll. Oh, jetzt habe ich gerade den Text. Kann ich jetzt noch schnell den... Oh ja, kann ich. Ich kann den Chat. Perfekt. Ich kann hier einfach mit der Maus raus und den Chat scrollen. Das ist nicht bei jedem Spiel so. So, was habt ihr gerade noch geschrieben? Ist sogar das richtige Wappen von Nürnberg, schreibt Lamos. Der kennt sich aus. Aber die Lilie ist doch das Wappen von Florenz, oder? Hat er, glaube ich, sogar gesagt, dass er eine Weile in Florenz war, unter anderem. Er meinte auch Venedig, Florenz, Milan. Genau, richtig. Pex ist eine Stadt in Ungarn, jawohl. War das nicht Bern, Niederlande oder Italien als Auswahl? Ja, das war, um zu sagen, wo wir ungefähr waren. Und als wir Italien ausgewählt haben, dann hat er gesagt, in Italien waren wir in Florenz unter anderem. Venedig und Milan. Genau. Ja, da haben die anderen das nochmal bestätigt im Chat. Sehr schön. Genau, dann passt das Wappen. Okay. So, dann haben wir noch das Glossar. Oh nein, viel Text. Oh Gott. Nürnberg hatten wir schon. Perchta, genau, das war diese Gottheit. Heidnische Göttin der Alpen, verbunden mit Tieren und gesponnener Wolle. Sie wird immer noch von einigen Christen in Österreich, der Schweiz, Bayern und Schwaben angerufen. Okay. Schwaben. Was kostet das denn, die anzurufen? Stundengebet. Die Gebetszeiten, die von allen christlichen Mönchsorden eingehalten werden. Mönche und Nonnen beten 7-mal am Tag und einmalig in der Nacht zusammen, gemäß der Regel des heiligen Benedikt. Und in der Zeit dürfen wir dann unserer eigenen Arbeit nachgehen, also unserem eigenen Meisterstück, hat er eben gesagt. Vesper, klösterliche Stunde zur Abenddämmerung, eine der Hauptgebetsstunden, gefolgt von Nachtfesten. Und die Wanderjahre, in denen ein Geselle, der Handwerker, herumreist, um seine Fähigkeiten zu verbessern. Genau, das hätte ich sogar gewusst. Und dann haben wir hier noch Florenz, ist die Heimat der mächtigen Medici-Familie, die die Stadt seit Jahrhunderten regiert. Bekannt für ihre künstlerische Schirmherrschaft für Künstler und Denker. Denker wie Michelangelo, Leonardo da Vinci, Botticelli und Machiavelli. Groschen, eine dicke Silbermünze, die im gesamten Heiligen Römischen Reich geprägt wird. Groschen sind üblicherweise 12 Pfennige wert, können aber auch mit anderen Werten geprägt werden. Okay, ja, Groschen kennen wir auch. Heiliger Lukas, christlicher Evangelist und Schutzheiliger der Künstler und Ärzte, oft dargestellt durch einen geflügelten Stier. Okay, wieder was gelernt. Und der heilige Moritz, der hier die Stadt bewacht. Der heilige Moritz ist der Schutzpatron von Tassing. Die Legende besagt, er sei ein in Ägypten geborener Kommandant einer römischen Legion gewesen, der zum Christentum konvertierte. Alle starben für ihren Glauben den Märtyrertod. Seine Hand ist eine Reliquie im Schrein von Kiersau. Schön. Interessant. Eine Vesper ist bei uns eine Brotzeit, wenn man nur kurz Zeit hat zu essen. Das kenne ich auch. Ich kenne Vesper auch als Wort für Abendessen quasi. Oder ja, schnelles Abendessen, irgendwie so. Und ist das nicht auch ein Motorrad? Motorroller? Weiß ich gerade nicht. Auch da kenne ich mich nicht so aus. So, Stadt.
Wir können endlich in die Stadt gehen. So, und jetzt sind wir beim Schmied angekommen. Ah, da oben stehen Pferde. Ah, irgendwas ist da los. Moment, wie kann ich da lang gehen? Wie kann ich denn den oberen Weg lang gehen? Kann ich das? Ah ja, so, okay. Jetzt sollte ich erstmal mit dem... Die bleiben da stehen, dann verpasse ich hoffentlich nichts. Da ist der Hof, hier ist der Schmied. Das kann ich mir angucken. Hier stehen Schafe im Weg. Okay, ich glaube, die haben tatsächlich gerade den Sinn, dass sie meinen Weg blockieren sollen. Seht ihr da drüben das kleine Rad im Wasser? Ist das wieder so eins, wie wir in Kingdom Come auch gefunden haben? Ich finde die Zeichnungen tatsächlich sehr schön. Auch wenn wir jetzt hier mal so in die Umgebung gucken, hinten mit den Bäumen und so. Das sieht tatsächlich wieder sehr aus wie diese mittelalterlichen Zeichnungen. Auch die Schafe und so. Voll cool. Gefällt mir sehr gut. Ein Roller von Peugeot, schreibt Powerlord, wenn ich mich richtig erinnere. Vespa gleich Motorrolle. Vespa sprich Vespa ist das Essen. Ah, okay. Ah, ihr wisst so viele schlaue Dinge. Vespa wird mit F, nicht mit W gesprochen. Ja, okay. Vespa. Der Motorrolle wird anders geschrieben. Okay. Unterschied zwischen Vespa, Wecke und... Oder Vespa und... Oh Gott, was... Moment, was hast du da geschrieben? Schatz, machst du mir Vespa-Wecke? Und Schatz, tust mich zum Vespa-Wecke. Ach Gott, okay. Das sieht mir eher nach einer Reuse aus, schreibt Lamoth. Ach so, ja gut, das kann auch sein. Eine Fischreuse, um Fische zu fangen. Die gab es ja auch in Kingdom Come. Stimmt, das könnte es auch sein. Aber wir haben da immer mal wieder im Wasser solche kleinen Wasserräder gefunden, von denen uns der Sinn nicht ganz klar war. Wir haben darüber diskutiert, aber irgendwie haben wir nicht so ganz rausgefunden, wofür die gut waren. Der Hintergrund sieht auch aus wie ein Gemälde. Ja, genau. Finde ich auch sehr schön. Guck mal die Esse an. Mache ich jetzt gleich. Ich trinke gerade mal kurz einen Schluck. So, mal wieder ein sehr rede- bzw. leseintensives Spiel. Das merke ich sofort. Okay, wir schauen uns das an. Endris Schmieds Schmiede. Schmitz Schmied. Okay, Endris Schmitz Schmiede. Sie ist viel kleiner als die in der Abtei. Also in der Abtei gibt es noch eine Schmiede. Und das ist Endris. Oh, Andreas. Genau zur rechten Zeit. Ist das so? Könntet ihr mir kurz zur Hand gehen? Aber sicher, ich habe Zeit ohne Ende. Kein Ding. Ich muss nirgends hin. Ich komme bereits zu spät zur Arbeit. Ja, wahrscheinlich. Aber hey, wir helfen trotzdem gerne. Immer wieder. Ausgezeichnet. Ich habe zu viele Eisen im Feuer. Ist das so? Soll ich ihm jetzt beim Schmieden helfen oder soll ich für ihn entscheiden, welches Eisen er bearbeiten soll? Oder besser gesagt, Hufeisen. Okay, alles klar, es geht ums Schmieden. Ich habe falsch gezählt, wie viele ich hineingelegt habe. Jetzt brauche ich eine Hand, sonst überhitzen sie. Und ich kann das Metall nicht bearbeiten. Oh, wir kommen... Oh mein Gott, wir müssen jetzt wirklich irgendwas tun. Hier, nehmt das Hufeisen in die Zange. Okay. Kommt jetzt hier so ein Minispiel oder was? Jetzt sind wir hier tatsächlich beim Schmieden. Ich glaube, ich komme wirklich zu spät zur Arbeit. Der Abt wird nicht erfreut sein, fürchte ich. Legt den heißen Teil des Hufeisens auf den Amboss und ich schlage dann mit dem Hammer drauf. Okay, bist du nicht auf meine Hände? So. Schneller. Wie schneller? Ach so. Ah, sieht doch super aus. Gut, gut, das nächste. Ja, ja, nicht reden, machen. Das sah ein bisschen schief aus. Ah, gut gemacht. Seht ihr, ging ganz schnell. Sehr gut. 5 Stunden später. Danke für die Hilfe, Andreas. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe, so viele auf einmal zu machen. Es wäre schön, jemanden hier zu haben, der mir jeden Tag hilft. Nee. Ich bin Künstler.
Habt ihr schon mal über einen Lehrling nachgedacht? Habt ihr schon mal über ein Kind nachgedacht? Das naheliegende Lösung für das Problem. Vor allem, die können ja direkt von Tag 1 an. Das ist keine schnelle Lösung. Und ja, seht mich nicht so an. Malen ist schwer genug. Habt ihr mal über einen Lehrling nachgedacht? Durchaus, aber keiner der Jungen im Dorf scheint daran interessiert zu sein. Das ist aber schade. Komischer Kosename, Hufeisen. Ja, genau. Ich habe da mehrere Hufeisen im Feuer. Genau, ein Minispiel. Ich liebe dich, mein kleines Hufeisen. Ob das gut ankommt? Probier es aus, Lamos, und berichte uns gerne. Das würde ich zu gerne wissen. Hab gar nicht erwartet, dass hier noch Minigames kommen. Wie cool. Nee, ich auch nicht. Ich bin aber ganz froh drum, weil sonst besteht es halt wirklich nur aus Laufen und Reden bisher. Also bin ich ganz froh darum, dass es hier noch ein bisschen Abwechslung gibt. Habt ihr schon mal über ein Kind nachgedacht? Feiere ich als Antwort. Ja, irgendwie. Sehr gut, das ist immer die Lösung. Bohrt weiter. Ich wette, ihr könntet Bert Drucker für euch gewinnen. Ha, wenn ich das versuche, reißt Klaus, mir den Kopf ab. Wie auch immer, ich möchte nicht noch mehr Zeit in Anspruch nehmen. Eurer Zeit in Anspruch nehmen. Ich sehe euch und Otto dann zum Essen im Gästehaus der Abtei. Ah, Otto schon wieder. Ja, genau. Otto, richtig. Bis dann. Also, die gehen alle irgendwie in der Abtei essen. Ist das sowas wie die Kantine des Dorfs? Achso, vielleicht. Weiß ich nicht. War das üblich, dass es im Kloster dann auch für die Dorfgemeinschaft? Glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Also, es gab bestimmt. Eventuell gab es in größeren Städten sowas wie Speisung der Armen oder so. Dass das Kloster vielleicht an bestimmten Tagen, vielleicht sonntags oder so, auch Speisen für Arme und Bettler angeboten hat. Aber ich glaube nicht, dass das üblich war, dass das halbe Dorf abends in der Abtei zu Abend gegessen hat, oder? Klingt wie ein Lebenssimulator. Laufen und reden. Ja, irgendwie. So, jetzt möchte ich wissen, was es da mit den Pferden auf sich hat. Achso, ich kann sowieso hier unten nicht lang gehen, weil da wieder Schafe stehen, ne? Wahrscheinlich. Oh doch, ich kann. Mist. Ich wollte zu den Pferden. Veronika, der Lenz ist da. Martin, bitte, könntest du hier mal mit anfassen? Ah, ich mach das. Ich muss nicht zur Abtei. Ich mach überall mit. Was wollt ihr? Ich behalte sie im Auge. Der Martin, ganz freundlicher. Die sehen auch alle hoch erfreut aus. Das sieht sehr nach Rumstehen und Nichtstun aus. Aber er trägt doch die Verantwortung. Martin, Herrgott nochmal, hilf deiner Base. Ich glaube, das ist die Cousine dann, ne? Eine Base? Ist das die Cousine? Ich denke schon. Hedi. Das ist Hedi. Guten Morgen, Andreas. Entschuldigt uns, der Zaun ist kaputt. Unsere Schafe entwischen. Jetzt sieht sie freundlicher aus. Guck mal, mich schaut sie freundlich an. Die Veronika. Base, ach, Base ist die Tante. Ah, okay. Ach, das ist... Okay, ja. Eigentlich hat jedes Dorf in Bayern eine Kirche, die kleineren eine Abtei und diese werden damals tatsächlich in manchen Dörfern als Treffpunkt für Feste und so weiter angesehen. Okay. Ja gut, man hat ja meistens irgendwie so einen Festsaal oder sowas. Vielleicht, wenn da dann auch der größte Raum zur Verfügung stand, aber dass man da regelmäßig zum Abendessen hingeht, scheint mir ungewöhnlich, aber... Okay, Powerlord schreibt, Cousine war richtig. Bin ich mir jetzt selbst nicht sicher, ob Base die Tante oder eine Cousine ist. Kann ich irgendwie behilflich sein? Oh, Entschuldigung, ich werde versuchen, euch nicht im Weg zu stehen. Martin, ihr Idiot, wollt ihr nicht helfen? Kann ich irgendwie behilflich sein? Wisst ihr, wie man mit Schafen umgeht? Noch nicht, aber ich kann es ja lernen. Ich helfe hier jedem. Ich bin immer sehr hilfsbereit. Nun, ich... Nein. Das stimmt natürlich. nein. Nein, aber trotzdem vielen Dank. Vergelt's Gott. Also die sind alle sehr gottgläubig hier. Spielt hier auf jeden Fall eine große Rolle.
Seht nur, da oben bei den Steinauers ist etwas im Gange. Ja, das ist vielleicht da, wo die Pferde sind. Da wollte ich sowieso hin. Ah, jetzt erfahren wir es. Der sieht wütend aus, der gestikulierende Mann. Wer ist der Kerl auf dem Pferd? Sieht ziemlich reich aus. Was hat er vor? Will er ihn ausrauben? Irgendwie? Ich weiß es nicht, Martin, aber er kriegt von Linhard ordentlich was zu hören. Linhard? Im Himmel, ich habe Linhard nicht so aufgewühlt gesehen, seit Johann auf Peter und Claras Hochzeit... Ach Gott im Himmel, natürlich. Gott im Himmel, ich habe Linhard nicht so aufgewühlt gesehen, seit Johann auf Peter und Claras Hochzeit die Hosen runtergelassen hat. Aha, okay. Moment, wer war jetzt nochmal Johann? Ich schmeiß jetzt schon die Leute durcheinander. Peter und Clara sind die, bei denen wir leben. Also das wäre dann die zweite Hochzeit gewesen, aber wer ist Johann jetzt noch gleich? Oh Mann. Hat meinem Mann zwei Zähne ausgeschlagen. Einem wütenden Steinmetz sollte man lieber ausweichen. Okay, also der da oben, der Linhard, scheint der Steinmetz zu sein. Ob er ein Adliger ist? Er sieht sehr reich aus. Ja, ist natürlich interessant, wenn so jemand ins Dorf kommt. Hallo Osselpi, schönen guten Abend. Auch sehr interessant, wenn so jemand ins Dorf kommt, wie der Ossel. Nein, wenn du in den Chat betrittst. Sei mir herzlich willkommen am Mittwochabend. Guten Abend, liebe Salia. Guten Abend, lieber Chat. Ich höre, hier gibt es nichts zu bereuen. Ja, das hoffe ich. Das ist eine kleine Anspielung auf den Titel des Spiels und die Reuestriche. Aber da ich gehört habe, das Spiel soll sehr gut sein und bisher, ja, habe ich zumindest nichts Gegenteiliges. Wir haben noch nicht viel gemacht, um ehrlich zu sein, aber es hat mich bisher noch nicht enttäuscht. Ich bin gespannt, wie nachher der Gesamteindruck ist, aber bisher macht es einen sehr guten Eindruck. Also von daher bereue ich die Auswahl des Spiels bisher nicht. Ingramosch sei mit euch und hallo. Ingrim, okay. Hab's gerade nochmal nachgelesen. Ursprünglich Schwester des Vaters im Gegensatz zur Muhme, Schwester der Mutter. Ach, da gab's einen extra Begriff, ob das die Tante mütterlicher oder väterlicherseits ist. Und ab dem 18. Jahrhundert für Cousine. Man lernt nicht aus. Ja, richtig. Interessant. Ja, sehr gut. Haben wir das auch schon mal wieder gehört? Also hattet ihr beide recht. Es hieß ursprünglich mal die Tante, die Schwester des Vaters. Und seit dem 18. Jahrhundert oder ab dem 18. Jahrhundert steht es auch für Cousine, siehst du? Sehr schön. Beides ist ja gar nicht verwirrend. Nee, finde ich auch. Also wie sind wir denn jetzt verwandt? Gleich kommt noch das Wort Oheim für den Onkel, oder? Ne? Oheim ist der Onkel, glaube ich. Früher waren Tante und Cousine eh die gleiche Person. Ja, in so Dörfern kommt das vor, Powerlord. Tante und Cousine in Personalunion. So, also, ist das ein Adliger? Erfahren wir vielleicht noch. Gott, verflucht, Martin, jetzt fluchen die auch noch hier. Kannst du uns den Ärger einmal ersparen? Wie bitte, Tante Hedi? Achso, also sie ist die Tante von ihm. Dann wird die andere wahrscheinlich die Cousine sein, also ihre Tochter, nehme ich an. Benimm dich. Haben wir nicht schon genug Scherereien? Nee. Andreas, wenn ihr so freundlich wärt, eure magere Gestalt die Straße hoch zu bewegen... Oh, das war freundlich. Wenn ihr so freundlich wärt, eure magere Gestalt die Straße hoch zu bewegen, wir müssen die Schafe einfangen. Als ob ich dabei stören würde. Natürlich, auf bald. Sehr freundlich für Scher dich aus dem Weg, Kollege. Arbeitet nicht zu hart, Martin. Sarkasmus. Viel Glück. Nun helft eurer Tante und Base doch. Ja, viel Glück. Sehr schön. Lustig. Okay, dann scheren wir uns mal unsere magere Gestalt die Straße hinauf und finden heraus, was es mit dem Aufruhr hier bei den Pferden zu tun hat. Oheim steht für Onkel, ja, zumindest meines Wissens nach. Ja, ich meine auch, ich hab das auch schon gehört. Gott wird in Rot geschrieben. Ja, richtig. Der Herr erfolgt aber immer in Großbuchstaben, muss man wissen. Mhm.
Ja, überhaupt ist jetzt hier sehr, es ist sehr unterschiedlich, je nachdem, mit wem man spricht, wie der Text dargestellt wird oder auch in welcher Art und Weise die Person spricht, beziehungsweise in welcher Gemütsverfassung. Ist hier alles über den Text so ein bisschen mitkodiert. Finde ich sehr cool gemacht. Ist auch im Englischen so. Da oben ist eine Bäckerei. Bayerische Brezen. Ja, stimmt. Da ist das Brezelsymbol. Okay, so. Schauen wir mal hier oben. Was gibt's hier? Kann ich das? Ach so, nee, warte mal. Das hier ist ein Rundweg. Moment, ich muss dann doch außenrum, wo eben die Schafe waren. Kann ich jetzt hier vorbei? Nee. Wie komme ich denn da hin jetzt? Moment, hier sind Schafe im Weg. Oder kann ich die. Hast du mir jetzt die Zunge rausgestreckt? Jetzt bin ich wieder im Tagebuch. Okay, wenn wir sowieso gerade hier sind, schauen wir uns schnell die neuen Menschen an. Veronika. Tochter von Johann und Hedi Bauer. Schwester von Hans. Eng befreundet mit Brigitta Bauerin. Okay. Hatten wir jetzt den. Moment, wo sind denn jetzt die ganzen anderen Menschen hin? Ah, da oben. Okay. Ah, jetzt haben wir ganz viele neue wieder. Michlaus Häberle. Achso, das sind schon die auf dem Pferd, glaube ich. Das spoilert gerade so ein bisschen. Schwäbischer Diener von Lorenz Rotvogel. Und Martin Bauer, Sohn von Franz und Kati Bauer, Ehemann von Brigitta, Vater von Wolf, bekannt für seine flegelhafte Jugend und kleinere Diebstähle. Okay, der ist schon verheiratet und hat einen Sohn. Hätte ich jetzt nicht gedacht, der macht einen sehr jungen Eindruck, fand ich gerade. Wer war denn Johann? Ah, der steht da oben mit. Okay, schauen wir hier schnell. Der Linhard und der Lorenz sind neu. Linhard Steinauer, Steinmetz von Tassing, Ehemann von Agnes, Vater von Brigitta, bekannt für seine enorme Körperkraft. Und Lorenz Rotvogel, Baron von Rotvogel aus der Nähe von Worms. Gönner der Abtei Kiersau, Liebhaber von Büchern und Kunst. Interessant. Der gäbe doch ein sehr interessantes Mordopfer ab, finde ich. Wie gesagt, ich weiß über den Mord, der hier passieren soll, noch nichts, aber. Wenn das so einen Adligen erwischt, würde das schon vor Aufruhr sorgen. Das Spiel spoilert sich selbst. Ja, tatsächlich in dem Fall schon. Wir wissen eigentlich noch nicht, wer das ist, aber jetzt ist er hier schon aufgeführt. Die Bewohner werden sich auch denken, ob er vom Satan besessen ist, so wie er sich bewegt. Ja. Vor allem bleibe ich dauernd stehen und gucke hier in irgendwelche Bücher rein und so. Hedwig Hedi Bayer, Bauerin, Ehefrau von Johann Bauer. Achso, das, genau. Der Mann von ihr war das. Der hat die Hosen runtergelassen auf der Hochzeit. Mutter von Veronika und Hans. Die Stadtbewohner mögen Hedi, aber sie ist laut und frech und trinkt zu viel, was sie noch lauter und frecher macht. Sehr schön. Und hier haben wir Berthold Drucker, Sohn von Klaus und Marie Drucker. Und Endris Schmidt. Endres, der Schmied von Tassing und arbeitet an den meisten Tagen in der Nähe der Stadtmitte. Okay. So, haben wir das auch wieder. Klingt nach mir. Ich wollte es nicht sagen. Ich habe es gedacht, aber dann dachte ich, sag's nicht. Der Ossel wird auch immer lauter und frecher, wenn er ein paar Limmen zu viel getrunken hat. Aber ich bin nicht immer laut. Nee, das stimmt. Einmal im Discord wohl schon, sagt Lamoth. So, wie komme ich jetzt an den Schafen hier vorbei? Wie komme ich denn nach da oben die Straße hoch? Ich kann doch nur hier in die Richtung weitergehen. Ich wollte aber zu den Pferden. Naja, hier unten stehen auch wieder Schafe im Weg. Also muss ich nach da oben gehen. Ich hoffe, dass ich dann wieder zurück kann. Kirche und die Druckers. Aber ich wollte dahin, wo die Pferde sind. Komme ich jetzt. Nee, hier oben auch wieder nicht rum, wo die Schafe stehen. Mist! Ich möchte doch wissen, was da los ist. Jetzt muss ich nochmal gucken, ob ich das irgendwie doch mitbekommen kann. Aber da führt leider kein Weg hin, fürchte ich. Nee, ich glaube, ich darf da noch nicht. Wahrscheinlich, also wenn das ein. Wie es im Journal stand, ein Gönner des Klosters ist, dann wird er da wahrscheinlich gleich auftauchen. Dann haben wir hier jetzt nur gesehen, es gab irgendeinen Ärger. Aber wir werden noch nicht erfahren, was genau es ist. Boah, das Geblöcke der Schafe hier ist auch ein bisschen nervig.
wenn man zu lange hier steht. Also wenn man zu lange an einem Ort steht, dann sind die Geräusche doch mit der Zeit ein bisschen aufdringlich. Mäh, macht Ossel, genau. Ich glaube, die Wege werden erst im Laufe des Spiels freigeschaltet. Ja, ich denke auch. Und jetzt werden sie mit Schafen blockiert, ja. Also es leitet uns so ein bisschen in die richtige Richtung. Überall, wo wir nicht oder noch nicht lang gehen sollen, da stehen Schafe im Weg. Finde ich aber auch eine coole Erklärung. Ne? Die haben gesagt, der Zaun ist kaputt, die Schafe sind überall ausgebockt. Gut, ob so ein Schaf im Weg einen wirklich daran hindern würde. Man kann ja auch zwei Schritte drumherum gehen. Ja, also so ein Schaf im Weg ist eigentlich kein Hindernis. Oder man schiebt es zur Seite. Das sind jetzt nicht die aggressivsten Tiere, sag ich mal. Ich denke, wenn mir ein Schaf im Weg stehen würde, würde ich schon irgendwie einen Weg finden, dran vorbeizukommen. Aber okay, es ist halt eine Erklärung dafür, dass wir jetzt diese Wege nicht benutzen können. Ganz schön gemacht. Der Hühnerfütterer hat Swag. Ah. Schau ihn dir an. Der hat den Rhythmus. Den Rhythmus. Oh, ganz im Hintergrund sehen wir Leute auf dem Feld arbeiten. Kleine grüne Männchen. Der eine sieht aus wie ein Tuskenräuber, finde ich. Und noch ein paar Schafe oder irgendwas. Ja, ein paar grasende Schafe. So flauschig, du würdest einschlafen. Ja, ich habe sie jetzt auch nicht gezählt extra, sonst würde ich hier gleich einschlafen. Sieht nach einem Hip-Hopper aus. Wie viele Tuskenräuber rauben die Räuber so im Schnitt? Ich weiß nicht, wie viele. Oh, hier passiert was. Automatisch. Oh Gott, was? Was? Guten Tag, Andreas. Wie geht es euch? Warum steht das auf dem Kopf? Aha. Was soll das darstellen? Ist der irgendwie wirr im Kopf? Oder warum wurde das erst so... Hat er das Papier falsch rum in der Schreibmaschine drin? Oder die Tasten falsch rum? Guten Morgen, Klaus. Ein weiterer Tag in der Abtei, um einige Stunden an meinem Meisterstück zu arbeiten. Das freut mich zu hören. Und da ist... Ey, tatsächlich, das sieht aus, als wäre jetzt hier... Da ist die Drucker-Tinte schon ein bisschen weg. Das freut mich zu hören. Kommt ihr heute zum Abendbrot? Es wäre Marie und Bert eine Freude, euch zu sehen. Wieder neue Leute. So, Klaus war jetzt... Ja, der wollte auch mit uns zu Abend essen, aber ich habe ja schon die Verabredung mit Otto, ne? Oder wie war das? Und ich kann hier jetzt direkt ins Glossar wechseln. Ah, so kommt man schnell dahin. Oh, auch schöne Zeichnungen hier. Achso, warte mal. Hä? Zoom? Schließen? Da hat sich, glaube ich, gerade irgendwas aufgehängt. Nochmal. Nee, ich glaube, das funktioniert nicht so gut mit der einen schnellen Taste. Bringen wir das Gespräch erstmal zu Ende. Ihr müsst euch die neuen Holzschnitte ansehen, die ich für eine italienische Version des Till-Eulenspiegels habe. Okay, waren das schon immer? Nee, der hat jetzt hier diese ganzen... Die I-Punkte, waren die schon immer so? Die kleine Kreuze? Ist mir eben nicht so aufgefallen. Ist vielleicht bei ihm wieder was Eigenes. Mir war nicht bewusst, dass Vater Thomas euch italienische Bücher drucken lässt. Nee, hier sind die auch nicht so. Ach, Andreas, er ist nicht so streng. Ich weiß, dass er nur versucht, die Leute zu beschützen vor Ketzerei, Hexenwahn, Abenteuergeschichten von fragwürdigem moralischem Gehalt, eurem schludrigen Schriftsätzen. Ah, der ist Schriftsetzer. Ah, der Drucker, genau, die Drucker. Deshalb sieht seine Schriftart so aus. Stimmt, das ging ja Richtung Drucker. Witzig. Genau, also ist er wohl Drucker, schreibt Ossel P. auch gerade, richtig. Deswegen, dann ist der Druck nicht so gut an den Stellen und so weiter. Witzig. Und dann waren die erste Zeile war falsch rumgesetzt. Da waren die Buchstaben falsch rumgesetzt. Lustig. Ah, ich finde das so cool. Die sind ihm tatsächlich gar nicht so zuwider. Okay, diese Abenteuergeschichten. Klaus ist mal auf den Kopf gefallen. Oder er findet den Buchdruck. Ja, ja, genau. Das Marie und Bert. Marie ist falsch. Da sollte eigentlich Ernie stehen. Ernie und Bert. Nee, der Buchdruck war doch 1518 schon längst erfunden. Ja, aber er ist eben Drucker, der dem nachgeht. Jetzt weiß ich auch, wann das Spiel spielt. Achso, genau. Ja, du bist ja später erst dazu gekommen. Genau, 1518 befinden wir uns. Am 21. April, um genau zu sein. 6 Uhr morgens, wobei mittlerweile, so viel Zeit, wie wir schon verplempert haben, geht es wahrscheinlich schon auf Abend zu.
cool. Till Eulenspiegel. Schon ewig habe ich den Namen nicht mehr gehört. Ja, richtig. Mit dem haben wir uns auch zuletzt in der Schule befasst, glaube ich. Nein, sie sind ihm nicht so zuwider. Solange es nicht zu fleischlich wird, nennen wir es fleischlich. Oh. Also es dürfen keine Metzgerei-Rezepte dabei sein. Der ist Vegetarier. Der Abt. Dann Abendbrot nach der Vesper. Natürlich, danke. Wir werden sehen. Ich will nichts versprechen. Wir werden sehen, weil Otto und so. Und sollte ich nicht mit irgendwem in der Abtei essen? Ich weiß gar nicht. Ich muss meine ganzen Verabredungen mal auseinanderhalten. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Inkili schreibt, die Lettern, die einzelnen Bleibuchstaben, sind doch spiegelverkehrt, damit die wie ein Stempel dann die Buchstaben richtig rum aufs Papier drucken. Achso, ja, aber es scheint so, als hätte er sie beim ersten Mal hier falsch rum eingesetzt. Aber ja, macht Sinn. Okay, wir werden sehen. Ich will nichts versprechen. Nicht, dass das nichts wird und dann sind nachher die Leute sauer. Wenn nicht heute Abend, dann ein andermal. Bis später, Andreas. Genau, so sehe ich das auch. Wenn nicht heute, dann ein andermal. Heute ist nicht alle Tage. Ich komme zum Abendbrot. Keine Frage. Oder so. So, das Druckerhaus ist verschlossen. Da darf ich noch nicht rein. Mit Klaus haben wir gesprochen. Also weiter. Darf ich nach hier unten gehen?